Herzlich willkommen zum Pflegewegweiser-Kanal. Wie jede Woche kommt jetzt ein neues Video online. Wenn ihr Fragen zu diesen Themen habt, dann könnt ihr uns auch gerne kostenlos auf unsere Rufnummer auch deutschlandweit erreichen. Wir beraten euch da sehr gerne. Und jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß beim neuen Video. So, hallo Leonard. Hi. Schön, dass du noch immer bei uns bist. Jetzt kommt was ganz Neues, ein ganz anderes Interviewformat als alle bisherigen jemals Dagewesenen bei uns. Wir werden jetzt ein paar Fragen stellen und hoffen auf amüsante Antworten. Du bist ja einigermaßen bekannt, kann man sagen. Fame wäre das richtige Wort. Wirst du häufig erkannt auf der Straße und geht dir das auf den Senkel? Nein, auf keinen Fall so oft, dass es mir auf den Senkel gehen könnte. Also es ist schon ein paar Mal passiert und dann habe ich mich immer nur gefreut. Ja. Also bisher wollte einer ein Foto mit mir haben, das war auch die Ausnahme. Denkst du manchmal, dass du auf deine Einschränkung reduziert wirst? Reduziert jetzt, also ich weiß nicht. Denn es werden schon andere Eigenschaften noch von mir zugelassen, glaube ich. Aber das ist manchmal mein Hauptmerkmal, habe ich das Gefühl. Natürlich würde ich lieber als berühmter Filmemacher durch die Welt gehen, als ein berühmter, ich weiß nicht, Aktivist oder als ein berühmter Mensch mit Behinderung. Ja. Aber alles andere kann ja auch noch kommen. Genau, das ist nur die Grundlage. Hast du den Eindruck, manche Sachen traut man dir nicht zu, wie zum Beispiel Alkohol trinken oder kiffen? Ja, schon eher, dass, also Alkohol, dass man irgendwie dann weniger vorsichtig ist und dass mir irgendwie leichter was bricht. Deswegen, das könnte schon sein, dass die Leute weniger davon ausgehen, dass ich das tue. Ja. Wenn du dich tätowieren lassen würdest oder sagen wir müsstest, was würdest du dir tätowieren lassen? Irgendein schönes Bild, also einfach nur etwas, um das schön sein zu lassen, ohne eine Bedeutung, also kein Symbol und möglichst auch kein Porträt von einer Person, die ich kenne. Warst du schon mal beim Friseur und hast nicht bezahlt, weil es so beschissen war? Nee. Du studierst ja Drehbuch und bist also Filmemacher. Wenn du dann andere Produktionen siehst, so wie möglicherweise unsere gerade, denkst du dann, boah, das ist ja schlecht? Nee, überhaupt nicht. Also ich könnte das ja gar nicht selber anders machen. Es ist halt immer eine Frage des Zeitaufwands eigentlich. Also wenn wir einen Film drehen, dann gehen da Wochen an Planung oder Monate natürlich an Planung für drauf. Und dann ist das Ergebnis auch irgendwie, wird es ganz anders angegangen. Weil 20 und 30 Leute am Set rumlaufen, jeder irgendeine eigene Aufgabe hat, es tausend Arten von Equipment gibt und dann eben nochmal Druck drauf herrscht, dass das an dem Tag so klappt, wie es klappen soll. Also die Herangehensweise ist eine ganz andere. Zeitaufwand kann ein ganz anderer sein, weil wir bis halt studieren quasi nichts anderes zu tun haben und uns dann voll und ganz darauf konzentrieren können. Wir bleiben mal beim Film und möchte wissen, ob du findest, dass Menschen mit Behinderungen in Film und Fernsehen unterrepräsentiert sind. Bestimmt, so wie alle anderen irgendwie kleineren Randgruppen immer unterrepräsentiert sind. Also in den meisten Filmen wird einfach keine sehr diverse und bunte Gesellschaft gezeigt. Und da gehört das auch ganz klar dazu. Genauso wie irgendwie Menschen dunklerer Hautfarbe und ja, einfach kleinere Gruppen, die nicht genug repräsentiert sind. Und vor allem bei Menschen mit Behinderungen habe ich das Gefühl, manchmal in, ja, vielleicht ein bisschen falschem Licht. Bist du in einem Verein tätig? Nein, ich bin auch bewusst kein Aktivist. Welche Hobbys hast du? YouTube-Videos machen und gucken, aber machen.
würde ich jetzt mal sagen. Und Musik machen, Gitarre, Klavier spielen. Ich weiß jetzt nicht. Also solange ich kein Geld damit verdiene, ist Drehbuchschreiben auch ein Hobby, denke ich mal, für die meisten. Deswegen schreibe ich sehr gerne und sehr viel. Welchen Traum verfolgst du gerade? Immer den gleichen. Nämlich? Weltberühmte Kinofilme machen. Was ist dein Lieblingsdessert? Tiramisu. Stadt oder Dorfkind? Stadt. Netflix oder Fernsehen? Netflix. Lerche oder Eule? Eule. Pizza oder Döner? Pizza. Science Fiction oder Krimi? Science Fiction. Bei Krimi muss ich immer an Tatort denken. Bus oder Bahn? Bahn. Kaffee oder Tee? Kaffee. Berge oder Meer? Meer. Schlager oder Elektro? Elektro. Dein Lieblingsregisseur? Denis Villeneuve. Der hat Arrival gemacht oder den neuen Blade Runner zum Beispiel. Oder Prisoners. Oder Enemy. Sowas. Letzte Frage von mir, aber da wir in Köln sind, unvermeidbar. Bist du ein Jeck? Überhaupt nicht. Von allen der Anti-Jeckste, den ich kenne, glaube ich. Leonard, vielen Dank. Sehr gerne.